wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch mit, und zwar in den Centerpark nach Belgien. Delfosse Meeren nennt er sich. Sorry, falls ich es falsch ausspreche. Große Sorry. Verzeiht es mir bitte. Jedenfalls ist es hier richtig, richtig schön und ich wollte euch einen kleinen Einblick gewähren. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's! So lässt sich's aushalten, würde ich sagen. Der Liam ist gerade eingeschlafen. Die Jungs sind auf den Hüpfburgen im Aquapark. Der Moritz hat sich ein E-Bike geschnappt und die anderen beiden sind jetzt schon mal vor ins Aquamundo gegangen. Dahin gehen wir dann auch noch gleich. Der Liam ist übrigens heute Morgen auch total schön im Wasser gewesen, hat geplanscht. Und das gefällt ihm ja total gut. Ich finde ja auch diese Schwimmbäder immer in Centerparks so genial. Und da haben meine Jungs immer so, so viel Spaß. Hier gibt es auch eine richtig coole Rutsche, und zwar die Trichterrutsche. Leider war da heute Morgen so ultra viel los, sodass sie sich jetzt dafür entschieden haben, heute Abend nochmal reinzugehen. Da ist dann hoffentlich weniger los, nach deren Ansicht. Und dann gehen wir noch essen. Ja, und dann schauen wir mal. Auf jeden Fall chill ich jetzt erstmal 5 Minuten mein Life. Urlaub heißt Centerparks. Also es ist unglaublich, was hier geboten wird. Es gibt ganz, ganz viele Aktivitäten, die man aussuchen kann. Gerade für Familien mit Kindern ideal. Hier ist gerade Minigolf, so sieht das jetzt hier aus. Meine Jungs sind gerade beim Aquapark. Und dann gibt es noch zusätzlich unglaublich viele Aktivitäten, die man noch dazu buchen kann. Es gibt 3 Restaurants hier im Dom. Der Dom ist auch wirklich riesengroß. Es ist so, so schön gemacht. Da sind auch Flamingos und ein kleiner Supermarkt. Da kann man dann auch einkaufen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe gekocht. Für die Mannschaft sozusagen, aber heute Abend gehen wir dann essen, da freue ich mich auch schon drauf. Und es ist wirklich immer ein Highlight in den Centerparks, weil sie eben gerade für Familien unglaublich viel bieten. Wir waren schon in verschiedenen Centerparks, auch als die Kinder noch kleiner waren, und sie hatten wirklich immer einen Riesenspaß, vor allen Dingen eben im Schwimmbad. Das ist so das Highlight schlechthin. Auch hier das Aquamundo, das ist richtig schön. Wie gesagt, der Liam hatte mega, mega doll viel Spaß. Und ja, ich gehe jetzt mal rüber zum Aquapark. Da ist jetzt die Einführung. Die bekommen jetzt alles erklärt, was sie machen dürfen und was am besten nicht. Da drüben eben auf dem Aquapark oder im Aquapark. Je nachdem. Mal, ob meine Jungs schon fertig sind. Hier konnten sie Neoprenanzüge ausleihen. Beziehungsweise hier vorne gab es die Schwimmwesten. Kann ich euch auch mal zeigen. So. Und ich denke, die Zeit ist jetzt so langsam rum. So eine Stunde hatten wir gebucht. Aber nö, sie sind noch vorne. Bin mal gespannt, was sie gleich erzählen werden. Wie es ihnen gefallen hat. Jedenfalls ist der See riesig. Und so, so schön. Wirklich. Da. Gleich ist die Zeit, wie gesagt, um. Meine Jungs müssen es natürlich bis zum Schluss noch hier genießen. Es wurde eigentlich schon gepfiffen. Jetzt gehen sie runter. Ich glaube, die wollten noch einen Stunt machen, ne? Ja. Liam, schau mal, da ist was für dich. Wie cool. 13,50 Euro ist natürlich nichts für Liam. Aber so eine Kids-Safari ist bestimmt total spannend. Für die Kinder, die bekommen dann auch so einen Hut auf. Richtig süß. Hier geht's dann ins Discovery Bay. Auch richtig süß. Feel like I'm living in a dream when you get so
Familie hat jetzt auf jeden Fall ganz schön viel Spaß. Hier werden die Kinder angemalt und hier haben sie wirklich ganz schön viel Spaß. Also ganz viele Aktivitäten können sie hier machen. Das ist echt der Wahnsinn, das alles hier zu entdecken. Hier gibt es noch einen Kiosk. Kann man sich dann ein bisschen hinsetzen mit den Kindern, was essen, ein bisschen ausruhen. Und hier können sie dann weiterspielen und alles entdecken. Das hier ist auch total witzig. Da kann man durchlaufen, ohne nass zu werden. Soll der Max jetzt mal machen. Ohne Kinderwagen, Max. Komm wieder zurück. Wir haben es jetzt 20 Uhr und laufen gerade zum Restaurant. Fuego nennt sich das. Das haben sich meine Jungs ausgesucht. Steakhouse, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ist jetzt für Vegetarier wahrscheinlich nicht so ideal, also für meinen Mann und mich. Jetzt schauen wir mal. Ich habe mir aber sagen lassen, dass sie auch einiges für uns haben. Ist auch gut so. Ich habe nämlich einen ganz schön großen Hunger. Wie das so ist nach so einem Tag voller Aktivitäten. Und jetzt schauen wir mal, wie es da ist. Sind schon da. Von 4 bis 10. Da oben sind so die zwei Spielkinder, der Max und die Celine. Ich kann mich nicht entscheiden. Das sieht hier alles so lecker auf der Karte aus. Oh mein Gott. Und das mit Hunger. Das ist schlecht, hier was auszusuchen. Alles so lecker wahrscheinlich. Oh Mann, ich bin so gespannt. Ist klar, ne? Max, erstmal snappen. Boah, sieht das gut aus. Unsere Vorspeise. Lecker. Also der Luki gönnt sich jetzt erstmal, ne? Luki, schaffst du das überhaupt? Ja? Wahnsinn! Und hier ist das Steak von der Celine. Nice. Nice. Jawohl. Ich hab noch nichts. Und Max, was hast du? Auch ein Burger. Hier ist mein Burger. Ich weiß gar nicht, wie ich den essen soll. Oh mein Gott, das ist so viel. Das riecht so, so gut. Den habe ich mir selbst zusammengestellt. Und wir lassen es uns jetzt hier alle mal schmecken. Nachtisch des Grauens hier bei uns. Der Wahnsinn. Lecker Schmecker. I will not let this happen. Wisst ihr, was mir hier gerade ganz positiv aufgefallen ist? Und zwar habe ich schon ein paar Hundebesitzer getroffen. Das ist so, so schön. Die Hunde verstehen sich, die sind alle super nett. Und gerade diese Natur hier, die bietet natürlich dafür den idealen Platz. Also Daumen nach oben dafür. Auf geht's zum Escape Room. Da ist er. Mal gespannt, was meine Jungs da jetzt erleben. Ey, wir müssen irgendwas, was ja, das die Mission, irgendein Fläschchen finden, oder nicht? Ja, hier ist irgendwas. Ja. Nichts. Eigentlich nicht. Codes herausfinden, damit das aufgeht.
Okay, lass einfach auf mich zu filmen. Ich glaube, wir sitzen einfach fest. Safe. Ist das auch richtig? Ah, ja. Ja, wir haben noch einen Kuh. Wir sind jetzt raus aus dem Schwimmbad und jetzt wird eine Runde gebowlt. Das haben sich meine Jungs gewünscht. Das wisst ihr ja, machen wir super gerne. Habe ich euch auch schon in mehreren Vlogs dazu mitgenommen. Diesmal möchte ich auch mit bowlen. Und der Liam ist total aufgeregt. Der hat gerade im Kinderwagen total gejubelt und findet das ganz, ganz klasse. Hier gibt es mehrere Bahnen, extra speziell auch für kleinere Kinder geeignet. Wir haben die Bande weggemacht und ja, ich glaube, ich bin dran. Okay, los geht's. Der Liam möchte auch mitspielen, ne? Ist ganz aufgeregt. Selin, hör auf, mich anzugucken. Ich finde das interessant. Meine Lieben, ich wollte mich noch mal ganz kurz bei euch melden. Ich nutze die Zeit, während meine Jungs hier noch eine Runde springen. Für uns geht es gleich auch wieder nach Hause. Ich muss noch ein paar Sachen zusammenpacken. Aber ich wollte mich, wie gesagt, noch mal ganz kurz bei euch melden. Und zwar zu dem Centerpark hier in Belgien. Es ist unglaublich schön gelegen. Der Centerpark, die suchen sich ja immer ausgewählte Regionen aus, in der Natur vor allen Dingen, richtig schön. Am besten hat mir tatsächlich auch der See gefallen, die Aktivitäten dort. Ihr habt es gesehen, meine Jungs hatten sehr viel Spaß, vor allen Dingen auf der Hüpfburg im Wasser. Also wir kommen gerade vom Bowlen, wir haben ganz, ganz viel erlebt, wir hatten eine schöne Familienzeit. Ich finde es ideal, das ganze Jahr über hierher zu kommen, denn wenn schlechtes Wetter ist, kann man hier drinnen wirklich sehr, sehr viel erleben. Nicht nur für Familien, sondern für alle, die eben Spaß haben wollen. Im Market Dome zum Beispiel gibt es auch ganz viele tolle Möglichkeiten. Es ist so schön angelegt, dann mit den Flamingos. Und dort gibt es ja auch einen Supermarkt, da könnte man dann auch einkaufen, haben wir eben auch gemacht. Ich habe dort Lebensmittel eingekauft, sodass ich dann eben kochen konnte zu Hause. Aber wir waren ja auch essen. Hatte ich euch, glaube ich, auch schon eingeblendet. Und ich würde es jetzt einfach so machen, dass ich euch noch ein paar Einspieler hier jetzt dranhänge, damit ihr noch einen besseren Eindruck hier von diesem Centerpark bekommt. Und dann würde ich mich jetzt hier an dieser Stelle verabschieden. Schaut auf jeden Fall mal gerne unten in der Infobox nach. Da kann ich euch alles nochmal auflisten und erklären. Und dann bedanke ich mich, dass ihr auf jeden Fall mit dabei gewesen seid. Wünsche euch nur das Allerbeste und hoffentlich dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao. Und jetzt auf jeden Fall noch nicht abschalten. Wie gesagt. Kommen noch ein paar schöne Einspieler. Bis dann. Ciao.
das nicht. Werf einfach. Scheiße geworfen. Dann nächste Runde nehme ich den. Ja! Gut, okay, wir lachen, okay? Denkt ihr, du schaffst das aufs Haus? Ja, du bist 13 geworden, ne? Warte. Darfst du?